So, klar, bauen wir weiter. Hat das schon genug Zeit gekostet. Nein, jetzt habe ich nur einen Block weggemacht. Ach du Scheiße. Bin ich doch nie wieder. Welcher war denn das jetzt? Ich glaube schon. Ich finde diese Kreation Oderore. Ah. Ja. Cool. Guck dir das mal an. Ja, es hat Industrial Illusion hier, das muss so sein. Wir stellen die Pokémon-Karten her. Die Yu-Gi-Oh-Karten stellen wir her. Ich wusste gar nicht, dass wir Pokémon-Karten herstellen. Ja, machen wir auch bald. Wir steigen da fett ins Geschäft. Was ist hier mit den Containern? Sind die alle verbunden, oder was? Die sind jetzt alle verbunden, ja. Was, mit dem einen hier? Ja, der ist ja mit dem anderen verbunden. Ja, geil. Das Problem ist, das kann man halt so gar nicht wirklich überprüfen. Ja, die sind ja auch verbunden. Du brauchst ja nichts überprüfen. Eine klare Sache. Sieht aber gut aus. Okay, so, dann haben wir hier. Genau, da muss ja noch eine Sauerstoffverbindung. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Lüfter. So. Wie ging nochmal das, wo man sich Eis und so cheaten konnte? Was? Da. Cheaten? Keine Ahnung. Eis. Menge. Machen wir mal 10.000. Ich kenne mich doch damit. Cheaten kenne ich mich nicht aus. Gott. Damit habe ich nix am Mut. Ah! What the fuck? Das ist echt lustig, ey. Das ist ein What the fuck? Ups. Was hast du gemacht? Noch nix. Das Schiff nach unten gesackt? Nein. Sich der Planet aus seiner Umlaufbahn bewegt? Dann ist alles ja gut. Was mir so gerade auffällt, hätte ich auch mal was sagen können, aber... Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ich habe da gar nichts gesehen. Was ist denn los hier? Es fehlt was. Was relativ essentiell ist. Ja? Hm? Was fehlt denn? Sauerstoffgeneratoren. Ich dachte, die wolltest du außen bauen. Generatoren. Ja, davon habe ich doch keine Ahnung. Ich habe doch meinen Helm. Da wird der Urin in Luft verwandelt. Weißt du, ich brauche sowas nicht. Deiner hat das hat übrigens bestimmt, auch. Hat bestimmt eine ganz besondere Note. Ja. Kannst du mir so ja mal sagen. Ich bei dir auch eingebaut, dass du geschlafen hast. Ja denn? 19 Container nur. Hast die aber zurückgehalten. Ja, mehr passen leider nicht rein. Was soll ich machen? Ich wollte ja auch... Mann, ich baue immer irgendwo anders das hin. Ich wollte ja eigentlich auch große machen, aber große passen nicht hin. Boah, ich muss mit den ganzen Lüftern das jetzt, glaube ich, separat einstellen. Was ist denn entlüften? Der Lüfter wird Luft aus dem Raum entziehen und sie in Tanks lagern. Wenn das jetzt an ist, ist es dann an, dass der die Sachen rauszieht oder nicht? Eigentlich müsste das dann an sein, ja. Was hab ich denn hier gemacht? Oh, scheiße, falsch gesetzt. So, okay, guck mal, das vorne ist fertig. Ist das nicht schön? Also, das ist ein Komplex hier. Aus Rohren und Containern und allem. Das ist noch komplizierter als die Station, weißt du? Die Station ist dagegen voll der... Also vom Rohraufwand, ja klar, weil da habe ich ja von Anfang an so gebaut, dass du nichts siehst von den Sachen. Da laufen ja alle hinter zwei Wänden. Hier musst du dich natürlich erstmal offen machen.
Problem ist, aber ich weiß halt nur nicht ganz genau, wo was halt noch rein muss. Also im Sinne von Lüftern und so. Das ist das ganz große Problem, was ich derzeit habe. So. Ich reiß das Schiff jetzt wieder ab. Wie? Reiß das ganze Schiff jetzt wieder ab. Fällt dir nicht? Fällt mir nicht, nee. Ja, gut. Alles wieder weg. Ja, dachte ich mir auch so. Haben wir auch überlegt, wir bauen uns ein Fahrrad. Mit dem fliegen wir hier weg. Ja, ja, warum nicht? Finde ich jetzt irgendwie besser als so ein Ding, weißt du? Und weil ich wusste, dass dir das gefällt, habe ich mir für dich ein Hello Kitty Fahrrad überlegt. Ja. Mit Todeskitties drauf, weißt du? Der Maschinenraum fehlt! Ja, der kommt da hinten hin, oder? Wo hinten hin? Ich dachte hin, also. Ja, hier, achso, hier ist ja schon unten, ne? Ja. Ach ja, stimmt. Haben wir nicht hier unten noch einen Raum? Ach, nee, weil ich habe die zwei zusammengefügt. Ja, Moment, welche die zwei? Ach, die ja, zwei. Achso, hier ist Landen drinne. Fuck. Maschinenraum, ey, scheiße, so können wir nicht fliegen, ey. Ja, das stimmt dann ja leider auch. Machen wir den Maschinenraum hier rein. Wo bist du? Da? Ja. Oben? Ja. Untypisch, das aber. Willst du machen, ne? Oh, das sagst du mir jetzt. Ach, scheiße. Ja, du sagst mir erst jetzt, dass wir keinen Maschinenraum ja haben, ey. Oder. Oh, sieht aber auch kacke aus. Ah, ja, das fällt mir jetzt gerade selber erst auf. Eieieiei. Ja, am besten. Fuck, ey. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ey, der Hangar muss so groß sein, ne? Ja, es wäre schon gut, weil ich glaube, da brauchen wir am meisten Platz drin, ne? Wie ich das denn hier ja, gemacht, ich noch guck mal, bitte, meinst du nicht, das reicht? Wenn wir jetzt hier. Wenn ich jetzt hier noch einen Raum nebensetze. Wo bist du? Hier. Oh. Wenn ich hier noch einen relativ kleinen Raum, keine Ahnung, so, wenn ich den so groß mache. Na, kann man. Na, meinst du nicht, das auch reicht? Ja, oder du machst halt. Das, ja, müsste eigentlich gehen. Das. Dann kann man ja hier oben so einen Gang machen, so ein Catwalk-Ding, weißt du, was einmal in den Maschinenraum geht. Ja. Und vom Maschinenraum machst du dann so Catwalk und so eine Treppe runter halt auf den Boden vom Hangar. Das ist ja hier der Boden, ne? Also das alles hier unten. Das soll ja der Boden am Ende werden. Warte. Damit wir das geklärt haben, wo Boden, was Boden, wie. Achso, es geht ja gerade gar nicht. Ja. Das, genau. Das hier, ne? Das ist der Boden am Ende. Mhm. Also, boah, ey, meinst du echt, das Ding muss so hoch sein? Ja, theoretisch nicht, aber also ja, sagen wir einfach ja. Wofür? Wie willst du da das? Weiß nicht, ob das so groß ist. Was ist denn das Problem, wenn es so groß ist? Ja, ich muss das am Ende mal sehen. Weil im Grunde spielt er. Alter, ich will das ändern, du Dreckspiel. Was machst du da? Das ist der Boden. Was ist der Boden? Und das jetzt eingebaut hab. Das ist die untere Panzerung. Ah. Ja. Das ist aber nicht der Boden. Der Boden des Schiffes. Ja, aber ich meine der Bogen vom Hangar. Ja, den machst du dann eins drüber. Das ist mir schon bewusst.
dann brauchen wir ja hier diese Strebe nicht mehr, ne? Welche? Die hier, die zwei? Ich würde mal sagen, also ich weiß ja nicht, warum dir das jetzt vom Hangar, das ist ja egal, der Hangar eigentlich, wie hoch der ist. Ja, ich sag halt mal, nicht, ob das eventuell brauche ich noch ein Stück von der Decke. Von der Decke? Ja, also ich sag mal ungefähr. Eventuell so viel. Ja, aber guck mal, würde das. Wofür? Ja, ich will was probieren. Vielleicht da noch ein Schiff bauen, ein etwas größeres. Was aber halt außen sozusagen, wie das andere Schiff. Weih mich mal bitte vorher an. Ein, bevor wir jetzt wieder aneinander vor, oder bevor ich jetzt hier irgendwas anfange zu bauen und du dann am Ende komplett andere Pläne damit hast. Das ist sowieso Dach. Also wenn das alles Hangar ist, ne, dann kommt hier oben ja eh nichts hin. Ja, Moment, das war ja, deswegen sage ich, also guck, ich würde dann hier noch einen Raum hinmachen, hier. So groß. Für die Maschinen, für Schwerkraftgeneratoren, die, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei Reaktoren, das Gyroskop. Das reicht ja schon, mehr brauche ich ja nicht. Ich würde mehr Gyroskope bei dem Schiff machen. Zwei, okay. Vielleicht drei. Okay, drei. Also wenn Hyperdrive das sollte da noch rein. Muss der mit irgendwas verbunden werden? Nö, mit dem Schiff. Ach so. Also nichts Spezielles jetzt. Es muss halt nur auch mit dem Schiff verbunden sein. Also wenn ich den Raum hier so nehme. Ne? So. Dann haben wir den Hangar. Reicht dir das nicht an Höhe, wenn wir den so hoch machen, wie die erste Etage? Reicht das nicht? So hoch, die Höhe hier. Nee, ich will den Hangar ja groß haben. Ja, aber das ist schon groß. Ja, aber vielleicht muss man da auch noch ein bisschen hin und her rumfliegen können. Also wir müssen sowieso mal abklären, wo wir was hin... wie läuft das mit den Verbindern? Möchtest du die hinten hin machen, oben hin, unten hin? Das müsste ich ja auch wissen, weil die müsste ich ja platzieren. Naja, so, dass wir die Fahrzeuge mitnehmen können, die wir haben, ne? Ja, aber du meinst ja, Autos sind sowieso schlecht, weil wir wollen ja damit ja eh nicht auf den Planeten. Ja, Autos sind, also gut, in dem großen Schiff sind Autos schlecht, die brauchen wir in dem Auto jetzt, in dem Auto. In dem Auto brauchen wir es nicht. In dem Flugzeug, ja. In dem Raumschiff brauchen wir es nicht so. Das heißt, du kannst die im Grunde bauen, also wir haben jetzt zwei, beziehungsweise drei, wo die unten dran sind. Ja, gut, sagen wir mal zwei, das sind ja, dann die koppeln wir immer zusammen. Hier noch eins gebaut, also ich würde hier auf der oberen Plattform, ne, die jetzt hier wo so ist. Wo bist du? Ich bin auf der äußeren Landeplattform. Ah, ja. Ich würde es gut finden, wenn man hier so ein Bohrschiff hätte, ein größeres. Ja. Wo man auch richtig rein kann, wo zwei Leute aber mitfliegen können. Vom ich Platz also, her so groß wie die Plattform hier, ne, also jetzt nicht größer. Ja, ein Ticken kleiner. Ja, oder damit kleiner. Aber so wie die, genau. Dann hätte ich gesagt, dass man vielleicht hier oben noch was hinbaut. Da kann man zum Beispiel Antennen hinbauen und so einen Scheiß. Ja. Und weswegen ich hier so eine kleine Aufsparung mache. Ich will diese Idee ja mit was, also dass die richtig verbunden sind, zwei Schiffe, nicht so ganz verwerfen. Und eventuell kann man hier nämlich noch ein etwas größeres Schiff und Fahrzeug drin ist oder so parken. Was dann... Ja, aber dann wäre es doch sinnvoller, wenn wir sagen... Wir bauen das hier, wo du jetzt das hinmachen willst, als eine Ebene. Nee, ich will das integrieren. Und das hier unten. Ich will das nicht so, dass es wie landet, sondern dass es wie integriert ins Schiff ist. Das ist aber... Also mit so einem Blockverbinder. Ja, genau. Ich will versuchen, dass... Ja, aber wie willst du da rauskommen? Ja, das geht. Das ist dann eingeplant. Ich muss ja irgendwas einplanen, damit du da runterkommst. Dein Schiff, das ist doch hier oben drauf. Das muss nicht runter. Moment, wo ist die Decke? Wo soll die Decke von dem Hangar hin? Also das hier oben, dieses obere Ding hier, das ist ja das obere Teil des Schiffes. Das soll die Decke werden. Und hier hätte ich so eine Ausbuchtung gemacht. Das ist der äußere Teil des Schiffes. Ob eine Decke... Ich sag mal jetzt so. Es kann natürlich, die Decke kann auch meinetwegen... hier sein, ja, von dem ganzen Hangar. Ja, das meinte ich jetzt die ganze Zeit. Aber das hier wird... Nee, nicht da. Das hier ist das äußere Teil des Schiffes, also die Außenwand, sozusagen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie du es meinst, aber ich kann es mir gerade noch nicht so vorstellen. Darf ich mal kurz, wie ich das mir gerade denke? Wie denkst du das? Decke hier vom Hangar?
Ja? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Hier. Decke. Hangar. Und du willst ja das dann so machen, dass dann im Grunde das hier hinten weitergeht, so auf der Höhe, und hier dann im Grunde noch so eine separate Landeplattform ist, wo dann das Schiff aber mit dem Blockverbinder an das große Schiff angedockt wird. Ja, genau. Also nicht, dass das in dem Hangar drin ist, sondern frei genau. Im Weltraum. Ja, genau, so mehr oder weniger. So willst frei. Du das haben. Also nicht jetzt hier irgendwie, dass da... Das im irgendwie, dass du von da oben direkt in den Hangar rein bist, weil du da schon drin bist, sondern du möchtest das als separate Landeplattform hinten am Schiff haben. Mhm. So, okay, dann haben wir das jetzt schon mal geklärt. dann hätte ich gesagt, also wie gesagt, dann hätte ich gesagt, okay, Decke vom Hangar machen wir dann hier auf die Ebene. Weil das reicht. Du brauchst nicht 500 Blöcke nach oben. Das ist sowieso nicht mehr machbar, dann auszuleuchten. Das sind doch gar keine 500 Blöcke. 500 Blöcke, ich kann nicht mal 500 Blöcke bauen, ey. Nein, das sind 6 Blöcke, aber das ist schon viel. Finde ich. Also ich finde, das reicht so. Und dann hätte man das ja, dann könnte man theoretisch sagen, wir bauen, genau, dann hast du hier, dann hättest du das hier alles. So. Und hier müsstest du dann ein Stück nach vorne gehen. Weil hier ist dann ja noch ein Raum, das heißt so. Ja gut, machen wir es symmetrisch. So. Dann halt so. So. Ne, so. Dass man das irgendwie so macht. Dann da hast du hier hinten deine Plattform mit dem Blockverbinder, wo du dann das größere Schiff andocken kannst. Mhm. Da drunter ein Hangar. Für die kleineren Sachen. Mhm. Und dann könnte man ja theoretisch, dann könnte man dann das irgendwie hier so verbinden. Soll ja auch noch was aussehen, so. So, so und so, Moment. Ja. Und dann hättest du hier einen kompletten Übergang. Auf den hinteren Teil. Wenn du jetzt weißt, wie ich das meine. War jetzt ein bisschen doof erklärt. Ja? Nee. Nein? Also ich weiß, du hast das eine Ding jetzt hier verlängert, ja. Ja, also so hätte ich mir das jetzt gedacht. Und du wolltest ja eh noch Platz, also du wolltest ja dann an die Seite noch 2 Flügel machen, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, ne? Ja. Da sollen dann ja... Flügel. Also wie genau da, die jetzt dann aussehen, da weiß ich ungefähr, aber... Da sollen dann ja die Turbinen und sowas dran. What the fuck? Warum baust du deine Turbinen? Weil ich mal wissen wollte, wie groß das ungefähr ist. Okay. Meinst du, das passt auch hier zwischen? So die hinteren Sachen? Was ist denn hier zwischen? Moment. Muss ich kurz die Turbine... Was war denn das jetzt für eine? Große. Ja, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich das zeigen will. Die Large Atmospheric Thruster. Ja. Moment. Kurz drehen. Hier? Zwischen? So in dem Bereich? Zwischen? Naja, das würde gehen, aber ich brauche trotzdem hier auch noch Platz. Weil... Wo? Ich muss wissen, wo. Also jetzt ungefähr hier. Wie soll das denn gehen? Wo sollen denn die Schiffe reinfliegen? Hier, an der Seite. An der Seite? Ja, warum nicht? Ist doch egal, ob hinten oder an der Seite. Ja, ich muss das an. Ja, aber ich muss das ja planen. Fürs Bauen. Ja, aber das ist ja egal, wenn du jetzt sagst, hier kommen die hin. Also hier kommt jetzt ein Tor hin. Ja. Weil das sind ja auch nicht alle. Ich muss ja. Also wir brauchen schon ein bisschen was Schub gibt, ne? Ist halt ja, nein, das ist schon klar, aber du meintest doch mal, dass wir alles außerhalb der Atmosphäre bringen, die Dinger nichts mehr, oder? Ja, aber. Lass die ruhig mal da, damit ich weiß, wie viel Platz ich hab. Ja, warte. Weil dann ist der Hangar doch sehr klein. Also, Platz wäre jetzt quasi... Hier, so... Ja gut, vielleicht werden wir uns doch nicht... Bis hier.